Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen zurück mit eurem Ludovico von Spielenburg an diesem verregneten Tag, dem wir eine neue Folge Königin der Soßen gucken können. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen, hier um euch ein neues, mundbewässertes Rezept aus meinem geheimen Kochbuch zu verraten. Das Rezept diese Woche ist, na, Radieschensalat. Ohohoho. Es gibt nichts Besseres als ein frisches, pfeffriges Radieschen. Das erinnert mich immer an den späten Frühling. Meine Mutter hat die dann immer aufgeschnitten, unsere frischen Radieschen, und hat sie dann zusammen mit körnigem Brot und ein bisschen Salz und Pfeffer serviert. Oh, das waren noch Zeiten, aber... Ach, aber ich lasse mich ablenken. So, und jetzt guck gut zu. So, ich habe gelernt, wie man Radieschensalat macht. Guten Morgen. Oh, alles ist fertig. Nein. Nein. Einer ist nicht fertig, aber das macht nichts. Sehr gut. Unser ganzer Kram hier ist fertig. Unsere Erdbeeren sind auch fertig. Das ist eigentlich der beste Teil. So, das ist ja richtig erfreulich hier heute. Jetzt die große Frage. Wie lange brauchen die Wild Seeds? Und aus Prinzip werde ich das, muss ich das, glaube ich, nachgucken. Einfach, weil ich bedauern würde, wenn ich mich da jetzt vertue. Wäre ja nicht auszudenken. Ich stehe dazu. Ich habe dieses Spiel schon so viel gespielt. Wohl würden 7 Tage brauchen, das heißt, die werden nicht mehr fertig. Traurig aber wahr, das heißt, wir werden jetzt das schön verkaufen können. Hallo Ludovico, mein Name ist Susan. Louis hat mir erzählt, dass du ein neuer Farmer in der Stadt bist. Ich bin gefangen auf meiner Farm in den Bergen, also kann ich dir nicht persönlich Hi sagen. Hoffentlich ist dieser Unfug, den Georgia angerichtet hat, bald weg, weil ich drehe hier echt ein bisschen durch. Ich kann es kaum erwarten, dich zu treffen und sehen, wie sich deine Farm entwickelt. Susan. Ja, das ist aber nett von Susan. Das schreibt die uns, das ist aber lieb von ihr. So, wir haben unsere ersten Erdbeeren. Das finde ich ziemlich gut. Ich möchte eine goldene Erdbeere behalten, einfach aus Prinzip. Der Rest von diesen ganzen Kramigkeiten kann in unsere Truhe. Das bedeutet, wir nehmen jetzt, finde ich, nochmal... Warum sind die hier überhaupt drin? Die falsche Truhe. Man muss ja auch manchmal echt konsequent sein. So, und jetzt stellen wir noch ein paar Snacks her. Und dann können wir heute nochmal in die Mine gehen. Ein kleines Minenabenteuer erleben. Obwohl, es ist Sonntag, wir könnten auch. Erstmal besuchen wir die Schweinefrau. Und danach kümmern wir uns um andere Dinge. Wie zum Beispiel um unser Minenabenteuer. Nicht, dass ich glaube, dass wir ihr da jetzt groß was abknüpfen können, weil wie sollten wir? Aber hey. Ein Versuch ist es wert, alles was wir kriegen ist gut, alles was wir noch nicht kriegen ist auch okay. So, was ist das? Quatsch ist das. Oh, ein Thunfisch. Nee. Nee, Thunfisch ist mir nicht selten genug. Da stimmen die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht. Die Kotzen-Nusten-Rechnung. Ich bin gut mit Worten. Offensichtlich. So, erleben wir heute also ein kleines Abenteuer in der Mine. Ich könnte theoretisch diese Felder nochmal mit Pastinaken bewirtschaften. Habe ich eigentlich überhaupt keine Kartoffeln mehr? Das finde ich ja fast enttäuschend. Kartoffeln sind cool. Ganz ehrlich, ich gucke kurz bei Pierre vorbei. Ich möchte nochmal Kartoffeln anpflanzen. Das sind jetzt immer 15er Felder. Gut.
Ich mag Kartoffeln. Ich habe derzeit genügend Gold. Sage ich jetzt noch, im Sommer wird sich meine Meinung diesbezüglich wahrscheinlich ändern. Morgen hat... Nee, Dienstag hat Andi Geburtstag. Na, das ist ja eine erfreuliche Botschaft. Es ist Farmer Ludovico. Ja, er ist es in der Tat. So, 15 Mark Kartoffel. 15 Mark Kohl. Einfach aus Prinzip. Das war teuer. Aber es ist halt auch eine Investition. Investitionen muss man tätigen. Weil wie sonst wird was aus einem? Richtig, gar nicht. Und wir haben immer noch mehr als genug Zeit, in die Berge zu gehen und dort unser kleines Abenteuer zu erleben. Ich werde jetzt, so leid mir das tut, für die Symmetrie den da opfern. Dann kommt hier. Hoffe ich, dass das heute noch alles fertig wird. So. Damit wir diese Saison... Jetzt habe ich überhaupt nicht geguckt, wie lange die brauchen. Ich glaube nämlich, die brauchen 6 Tage. Bin mir sehr sicher. Maximal 7. Wenn nicht, dann habe ich jetzt eine richtige Fehlinvestition getätigt. Das wäre richtig peinlich. Das wäre richtig peinlich. Aber manchmal müssen Dinge auch peinlich sein. Das ist ja auch so ein Heilungsprozess manchmal. Muss man ja ganz klar so sehen. Manchmal macht man Fehler. Na, wo läufst du denn hin, du... So. Dann wollen wir noch mal schauen hier. Muss auch den Fahrstuhl treffen. Ebene 30 bin ich inzwischen schon. Darauf bin ich ja schon so ein bisschen stolz. Das kann ich nicht anders sagen. Aber reicht das, ist jetzt die Frage. Die Antwort lautet nein. Das ist ja gruselig hier. Hätte vielleicht mal nachgucken sollen. Ich sehe nichts. Darf das überhaupt so sein? Verdammte Golems! Die sind überhaupt nicht stark. Zum Glück. Ich habe überhaupt keine Angst. Junge, Junge! Was für Monster. Vielleicht ist es ja nur diese Ebene. Die Menschen lieben mich für meine Naivität. Und für meinen guten Kampfstil. Der ist nicht feige, der ist qualitativ hochwertig. So, irgendwo hier müsste eine Leiter sein. Ha, da ist sie. Ah, gleich viel besser. Wir kommen hier wirklich weiter. Ich hoffe, wir erreichen dann heute wenigstens auch Stufe 35. Wäre nämlich sonst echt bitter.
weil ich möchte nicht zweimal durch diese Ebenen. Und wenn ich es doch muss, dann ist das traurig. Und ich bin ungern traurig. Ich meine, wer ist das schon? Ach, da ist eine Leiter, Ebene 33. Da ist noch eine Leiter. Oh, aber ich muss dieses Kupfer abbauen. Derzeit ist das nämlich noch echt viel wert. Auf dass ich mir mehr Kupferdinge fertigen lassen kann von Clark. Und ein Topaz. So. Ich glaube, ich sollte gehen. Ich habe Ebene 35 erreicht. Das heißt, das Tagesziel ist durch. Man muss es ja auch nicht übertreiben mit allem. Finde ich. Da kann ich ja lieber noch was anderes Sinnvolles machen. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas findet sich immer. Oh, da ist ein Ausgrabungsgebiet. Ja! Lehm! Ich habe Dreck ausgegraben. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich tatsächlich gut. Ich habe 30 Kupfer gekriegt. Das finde ich ist schon eine ganze Menge. Das ist mehr, als ich erwartet hatte. Mehr, viel mehr. So. Und ich bin auf eine, habe einen neuen Fahrstuhl freigeschaltet. Was ich persönlich sehr erfreulich finde. So, jetzt schmelze ich noch ein bisschen was. Die Früchte meiner jetzt erledigten Arbeit ernten. Irgendwofür muss man das ja auch gemacht haben. Einfach mal so, weil mehr Kupferbarren erlauben es mir, mehr Kupfer zu haben. Mehr Kupferinstrumente halt auch einfach. Also ich könnte diese Geoden... Ich habe 13 Geoden. Junge, Junge, warum habe ich die denn bisher noch nicht abgegeben? Es ist ja... Was für ein Narr war ich. Heute kann ich das nicht mehr machen, aber morgen. Morgen kann ich gleich als erstes zu Clint gehen. Clark. Zu Clark und ihm die... Hier, wie heißt der Krams? Ihm die Geoden bringen und dann macht er sie mir auf und dann freuen wir uns alle über den Lehm, der da drin ist. Ich liebe Lehm. Lehm ist so toll. Gibt mir so das Gefühl, da wirklich was in der Hand zu haben. Lehm, um genau zu sein. Aber besser als nichts. Besser als kein Lehm. Die tiefgründigen Gedanken, die durch meinen Kopf pulsieren, es freut mich, alle daran teilhaben lassen zu dürfen. Es ist wirklich... Da passiert richtig was bei mir. Rechnet man gar nicht so mit, nicht wahr? So, Kupfer. Wenn hier jetzt um 9 Uhr abends, kann man auch mal ins Bett gehen bei dem Wetter, wenn der Kupfer dann durchgekupfert ist. Es ist ja auch teilweise einfach nur abgekupfert. Ja, ansonsten. Sonst so. Schmelzen ist immer ein spannender Vorgang. Als nächstes kommt, glaube ich, tatsächlich die Axt, einfach weil ich es schätze, Bäume schnell abbauen zu können. Und erst danach dann die Spitzhacke und danach werde ich wahrscheinlich
noch nicht sofort auf. Die Hacke lohnt sich einfach nicht. Es zeigt sich einfach immer wieder im Leben, die Hacke aufzuwerten lohnt sich nicht. Weil halt höchstens im Frühling. Oh, da ist irgendwas passiert. Wahrscheinlich habe ich richtig viel Geld gemacht. Ich habe richtig viel Geld gemacht. 2000, um genau zu sein. 2079 Gold. 2079 goldene Münzen. Oh, Greenhorn. 15.000 Gold haben wir jetzt. Es regnet schon wieder. Es regnet schon wieder, Kortike. Ja, und genau hier im Regen werden wir dann also morgen weitermachen. Beim nächsten Mal. Bis dahin habt eine schöne Zeit und viel Spaß. Euer Ludovico von Spielenburg.